Achim Schürmann, Trainer des OSC Rheinhausen. Der Verein geht in die neue Saison. Ihr habt vor anderthalb Wochen mit dem Training angefangen. Was steht jetzt auf dem Programm? Also wir sind vor anderthalb Wochen vom Training angefangen, haben natürlich erstmal Laufeinheiten gehabt, in der Kraftklinik waren wir und haben jetzt angefangen in der Halle zu trainieren am Dienstag und freuen uns jetzt eigentlich, dass es morgen losgeht, einfach mal mit einem Spielchen gegen TBV Lemgo. Es wird ein richtiger Gradmesser direkt zum Anfang und danach spielen wir Sonntag schon gegen TuS im Essen unser erstes Heimspiel hier. Am Sonntag findet das Spiel wann statt? Wir spielen um 16 Uhr, altes Derby, TuS im Essen, OSC Rheinhausen, unsere Neuzugänge, unsere fünf freuen sich auch. Und ich hoffe, dass zahlreiche Zuschauer erscheinen, dass wir dann einen guten Rahmen finden für das erste Spiel. Ich denke, am Sonntag ist die Love Parade vorbei. Da gibt es also genügend Gründe, sich ein bisschen beim Handball zu erholen und da ein bisschen Spannung abzuholen. Ja, auf jeden Fall. Hier wird auch einiges los sein. Nicht ganz so laut wie bei der Love Parade, aber jeder ist natürlich herzlich eingeladen, hier seinen Rausch auszuschlafen. Jetzt seid ihr in die neue Liga aufgestiegen. Wie stehen da die Chancen? Gut, wir wissen natürlich als Aufsteiger, da hängen die Trauben immer ganz besonders hoch noch dazu, dass jetzt eine Ligareform stattfindet, dass aus zwei zweiten Ligen eine zweite Liga gemacht wird. Wir müssen Neunter werden, das wird ein ganz hartes Stück Arbeit, aber wir wollen uns nicht am Anfang abschreiben. Wir hoffen, dass wir das packen und wir werden alles dafür tun, kämpfen bis zum Unfall, dass wir wirklich das schaffen, Neunter zu werden. Und das wäre sicherlich eine Riesensensation auch hier. Also das Saisonziel ist ganz klar der Nicht-Abstieg. Auf jeden Fall. Wäre ganz schlimm für uns, wenn wir reingehen und sagen, wir wollen absteigen. Also das ganz, ganz große Ziel ist für uns, dass wir wirklich nach dem Aufstieg auch die Liga halten. Alles klar, dann sage ich erstmal bis Sonntag. Danke.